Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Schach. Wir spielen gegen Rock Desire. Und er spielt E4. Oh nein. Nehmen wir es einfach mal an. Nehmen wir es einfach mal an. Ich habe so überhaupt keine Ahnung vom Königsgambit. Ich spiele jetzt einfach mal die Fischer-Variante oder Becker. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Oder wie die geht. Läufer E6 ist, glaube ich, schon nicht mehr richtig, aber ich möchte ihn einfach abtauschen, den Läufer. Wenn er D5 spielt, bin ich zufrieden. Wenn er rausnimmt auch, weil dann habe ich Zentrumsbauern. Auf E5 habe ich D5, auf D5 habe ich E5. Und ich kann jetzt meinen Springer entwickeln. Ich brauche mich nicht... Normal ist es im Königsgambit öfters so, dass der Springer auf C3 steht und dann immer Springer D5 eine Rolle spielt. Das ist jetzt überhaupt nicht so. Okay, jetzt versucht er mit Springer C4 oder Springer... Ah, okay, jetzt versucht er so Springer B5 zu spielen. Aber das ist jetzt kein Problem mehr für mich. Ich werde jetzt Springer E7 spielen. Obwohl, ich könnte auch Springer F6 spielen, dann würde ich E4 angreifen. E4, Turm E1... Ich hab jetzt so einfach einen Bauern mehr, oder nicht? Okay, Springer E7 sieht gut aus. Was will er machen? Ich brauche hier sowieso wahrscheinlich lang. Oh, das ist gefährlich. Was er da macht. Weil er jetzt hier in dieser König. Kinder E7 oder? In der König-Dame-Diagonalen steht. D7 oder D7. Ich weiß noch gar nicht, was er vorhat, aber. Ah, E7 wäre besser gewesen. Wo ich so drüber nachdenke. Ach, ich hab... G4 war viel zu früh. Und Dame D7 war nicht gut. Ja. Oh, den nehme ich aber den Läufer, oder? Ah, ne, ich ruch hier lieber erst. Ja. Turm F7. Warum nicht Turm? Ich glaube, auf Turm F7, da hätte ich ganz schön dumm geguckt. Hätte ich Springer G6 spielen müssen. Wahrscheinlich. Okay, ich würde ihn gerne angreifen. Ich gehe, glaube ich, lieber erstmal auf die F-Linie.
Obwohl der Hafen fängt immer. Schwierig, einen Zug zu finden hier irgendwie. Vielleicht komme ich irgendwie mit Läufer C1 oder so rein. Dame G6 ist interessant. Turm F8 geht nicht. Ah, ich bin schon wieder zu langsam. Ich sehe gerade, ich muss schneller werden. C4, C5. Warum nicht? D3. Ich glaube, ich habe nicht wirklich eine andere Wahl. Obwohl Dame D7 kann ich spielen. Er hätte meinen Läufer einfach nehmen können. Ah, ich hätte den Springer da rausnehmen sollen, nehme ich ihn jetzt. Ah, jetzt ist Remis, super. Jetzt nicht mehr.
Aber ich verliere auf Zeit. Na super. So, da bin ich wieder. Das Brett ist aufgesetzt. Und zwar hatten wir Königs Gambit. Yeah. Wir hatten einfach einen Bauern mehr. Eigentlich für nichts, also Läufer schlecht. Also hier, Läufer E6 wird noch nicht gespielt. Bringt Ausgleich. Springer E7 ist der Beste. Ja. Kann man bestimmt machen. Okay, Springer A3. Ich habe mich jetzt für Springer E7 entschieden. Ja. Dame E1, Springer C6, Dame F2, Springer G6. Läufer D2. Ja, und jetzt Dame D7 war nicht gut. Ich hätte Dame E7 spielen sollen. Obwohl die Engine sagt Dame D7. Ja, okay. Habe ich den Zug zu wenig? Ah, okay, nach Springer G6, sorry, hat er Springer C2 gespielt. Jetzt Läufer D2, so. Okay, G4 ist jetzt schlecht. Das kann man echt sagen, schlecht. Ich kann einfach lange Rochade spielen, auch wenn die Engine das jetzt nicht anzeigt. Minus 1 für mich einfach. Und jetzt kann ich immer noch G4 spielen. Aber jetzt G4 zu spielen, ne. Jetzt muss ich einfach den Bauern wieder geben, das ist das Problem. Was zeigt die Engine denn nicht für eine Variante? Da G3, Dame E2, schlicht, schlicht. Schlicht, Schach, Dame F7, Dame H4. Nee? Ach, Dame F7 sogar. Sogar Dame F7, Turm F4, Läufer F6, E5. Nee, Turm AF1. Und Springer F5. Ja, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich das auf jeden Fall gespielt. Nein, hätte ich nicht. Obwohl. Ah, vielleicht. Weil dann wäre ich die Damen vom Brett und mein König war ein bisschen sicherer. Okay, er spielt Turm E1. Und ich spiele Springer E7. Rochade, Läufer G5, Turm E8. Ja, und jetzt Turm F7. Ich glaube, da muss ich aufgeben. Ich ja, wollte ja Springer G6 spielen, aber. Wie man sieht, bringt's nichts. Das heißt, Läufer F8. Läufer F6, Turm G8, H5. Ah, sieht der scheiße aus. Aber er tauscht und behält mich weiterhin im Spiel. Ja, Turm E2. Ich dachte irgendwie Dame B5 mit dem Doppelangriff und so, noch Problem, mein Turm hängt noch. Ja. Ich habe mich doch entschieden, auf die F-Linie zu gehen. Ein Turmpärchen abzutauschen und jetzt halt Dame E8. Läufer H6, Dame H4. Ja, jetzt hätte ich Dame G6 spielen sollen. Nach Dame F6 kann ich nicht E4 nehmen, weil der Turm hängt. Ganz simpel. Ja, okay, ich habe das hab ich gespielt. A6. Ja, einfach ein Wartezug wollte ich machen. Jetzt kommt der rein. Läufer C1, B3. C4, C5. E5. Ja, sehr unangenehm, aber scheint noch spielbar zu sein. Außer jetzt stehe ich auf Verlust. Kann ja froh sein, dass ich noch einen Remis gekriegt habe.
Aber wie? Okay, erstmal hatten wir einmal diese Zugwiederholung. Jetzt Springer. Also, ja, Springer B4 hat er gespielt. Jetzt habe ich D3. Jetzt kann einfach meinen Läufer nehmen und er spielt Springer D5. Und jetzt soll's Ausgleich sein. Springer B6, König D8. Ne, König B8, genau. D7. Oh, Dame F8 wäre besser gewesen. Okay, er nimmt, nimmt. Spielt König F1. König C7. Ja, und jetzt war einfach nur Time Scramble. Als hätte ich einfach nehmen sollen. Habe ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es genauso kam. Er hätte jetzt noch verteidigen sollen, dass noch ein Remis wird, aber hat er nicht. Aber das ist ja ganz einfach gewonnen. Man zieht jetzt den Bauern vor, also geht dann zum G- oder C-Bauern, je nachdem. Kann man sogar noch Zugzwang stellen. Und so gewinnen. Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.